beliebte Einrichtung werden. Die lautstarke Trommlergarde ist es bereits. Und die 96er erwischten dann auch einen Auftakt nach Maß. 5 Minuten vorbei, die ganzen rotspielenden Gastgeber machten sofort Druck und auch gleich ein Tor. Daschner, dann scheitert Sundermann und André Sirox findet die erste Lücke in der Map der Hintermannschaft. Die frühe Führung, alles schien auf ein erfolgreiches Konterspiel hinzudeuten. Freistoß dann nach einer knappen Viertelstunde. Martin Groth und Manfred Kubik gedankenschnell. Die Emsländer unter Druck, die Abwehr wackelte, nur einer nicht, der Torhüter. Noch einmal Groth, Daschner aus 16 Metern und Manfred Kubik. Nach 20 Minuten hatten sich die Gäste ein wenig freigemacht, Angriffe noch sporadisch, aber nicht ungefährlich. Menke auf Raufmann, der hier einen Schritt zu spät kommt. 25 Minuten vorbei, der Ausgleich überraschend. Robert Hoben auf Freistoß von Helmer hin. Die Minimalisten hatten im 18. Spiel ihr 14. Tor erzielt. Dann kam das Duell der Elfer, oder besser gesagt das Duett der beiden Männer mit der Nummer 11. Michael Koch für Hannover und auf der Linie Rainer Raufmann. Riesenlaufpensum, er ließ heute wohl keinen Grashalm des Niedersachsenstadions unbetreten. Ein Spiel mit viel Bewegung, Tempo und Chancen auf beiden Seiten. Bei Hannover immer wieder im Vorwärtsmarsch André Sirox. Im Gehäuse der Gäste aber ein Mann, Manfred Kubik, reaktionsschnell, aufmerksam, der Retter des vorläufigen Unentschiedens. Der Tabellenelfte hätte in dieser Phase die Führung unbedingt erzielen müssen. Offensive aus allen Reihen, auch Kapitän und Libero Wojcicki rückte mit auf. Jelmasch, Kretschmar und dann der lange Pole mit dem Kopf. Kubik mit Glück. Dann lief die 50. Minute. Schiedsrichter Kurt Wittke musste wohl vergessen haben, mal auf die Uhr zu schauen. Alle wollten in die Kabine, nur Rainer Raufmann nicht. Der wollte erst einmal ein Tor erzielen. Wie sagt man so schön, das Spiel stand auf den Kopf. Was sagte André Sirox? Kabine kann man sicherlich nicht sagen, aber es sind bei uns immer wieder die gleichen Fehler, die wir machen. Besonders wie beim Mandecker heute in dem Spiel, muss ich sagen. Das war erste Halbzeit zum Teil eine Katastrophe. Wir sind nicht eng genug dran an den Leuten und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir kurz vor der Halbzeit so ein Schweizer Tor fressen. In der zweiten Spielhälfte konnte eben jener Rainer Raufmann die Partie allein entscheiden. Uneigennützig legt er hier auf Schulter ab. Vielleicht wäre das ja schon die Vorentscheidung gewesen. Stattdessen ging es in der 69. Minute andersherum. Wieder Hannover, wieder André Sirox, wenn auch aus meiner Meinung nach klare Abseitsposition. Aber Herr Wittke hatte nichts zu bemängeln an diesem Treffer. Also stand es dann 2:2. Offener Schlagabtausch nun, auch was die Schläge in die unteren Beinpartien anging. Nur für einen waren alle Verteidiger-Tacklings viel zu langsam, für Rainer Raufmann nämlich. Es hätte sein Tag werden können. Kaum auszudenken, Meppen mit 3 Toren in einem Spiel, aber in beiden Aktionen überzeugend wie Rainer Raufmann, Jörg Sievers. Am Ende gab es 4 Tore, jeder bekam einen Punkt, Rainer Raufmann hatte ein Tor dazu. War er zufrieden? Im Großen und Ganzen, wenn man das Spiel sieht, die Hannoveraner haben viel Druck gemacht. Die haben aus Kontern herausgespielt. Und ich hätte es machen müssen, das stimmt, aber es hat nicht sein sollen.